Moin Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Wie ihr es wahrscheinlich gerade unscheinbar kennt, sitze ich im Auto. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Stuttgart, mache einen kleinen Zwischenstopp in Frankfurt bei der Firma Germod. Ich bin bei Germod angekommen in Frankfurt, natürlich mit ein bisschen Verspätung. Die liebe Berenice ist jetzt extra für mich an einem Sonntag hingekommen. Auf jeden Fall mega geil. Ich muss auch sagen, ist endlich mal cool, so nicht mehr neben David und Sören zu stehen, die dann so sind. Super. Nein, so klein ist es auch nicht, nein, um Gottes Willen. Ja, was machen wir hier? Ich würde sagen, wir kleiden uns einmal von oben bis unten ein, weil für die MT habe ich noch keine Schutzkleidung. Ich hatte sie gekauft, aber vergessen, Schutzkleidung zu kaufen. Beziehungsweise erst nachdem ich fahren wollte, ist mir das klar geworden. Und ich würde sagen, fangen vom Helm oben aus an, oder? Ja. Ja? Okay. Ja. Was würdest du denn empfehlen so? Was jetzt so aktuell relativ gut geht, ist der GM330. Das wäre jetzt einmal die Reihe. Das alles. Genau, das ist jetzt alles. Wahrscheinlich, ne? Das ist 330 halt in den verschiedenen Dekoren. Genau, hat auch eine integrierte Sonnenblende, Belüftung, Mikrometrik. Helmverschluss. Mikrometrik heißt, weißt du das? Das ist hier einmal so ein Ratschenverschluss. Es gibt ja noch so diese Doppel-D, genau, ja. Ja. Boah, ich habe einen kleinen Kopf. Ich glaube, wir fangen mit S an. S wäre dann, müsste den mal probieren. Ja. Das einfach mal von der Größe. Gott, Gott. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer so einen richtig kleinen Kopf. Teilweise S, manchmal XS. Ne? Ja. Das ist schon, boah. Ich glaube, jetzt muss man noch mal dazu sagen, weil die meisten Leute ziehen Helm auf und denken direkt, oh nee, das drückt irgendwie und dann ist er irgendwie zu eng. Voll nicht. Meinst du, da kann man mal irgendwie mal was zu sagen? Weil wenn man den ja aufhat, denken die Leute immer so, oh nee, das ist viel zu eng, ich genau, brauche einen größeren. Ja. Also klar, ein Helm sollte schon relativ eng sitzen, weil man sagt so, die Einfahrzeit vom Helm ist so 6 bis 8 Wochen, je nachdem, wie oft man halt fährt. Ja. Das heißt, das Innenfutter oder die Wangenpolster passen sich nach einer Zeit lang dem Gesicht dann an und ich vergleiche es eigentlich gern immer mit dem Schuh. Am Anfang ist er ja auch noch schön eng und echt? Irgendwann weitet sich es ja so ein bisschen oder der Polster, Schuh ist dann ne? eingelaufen, ja. Mhm. Und so ist es eigentlich fast auch beim Helm. Deswegen eigentlich immer gucken, die Wangen sollten schon leicht hochgehen beim Anprobieren. Ja, man sieht dann immer einen genau. wenn es natürlich eine extreme Druckstelle gibt, schon direkt am Anfang und sagt, boah, nee, damit komme ich gar nicht klar, dann sage ich auch meistens, okay, lieber eine Nummer größer probieren. Und wenn die dann vielleicht zu groß ist, vielleicht dann mit einem anderen Helmmodell. Oh Gott. Was würdest du jetzt sagen, woran man merken kann, dass der passend ist? Weil man kann ja sagen, S, XS sind beide klein, aber ich habe da irgendwie meine Methode irgendwie so. Genau, das heißt, du bewegst jetzt deinen Kopf leicht hin und her. Ja. Okay, und du hast eigentlich nicht viel Spielraum, aber du kannst deinen Kopf noch leicht bewegen. Noch ganz leicht, ja. Genau, also das wäre jetzt eigentlich, sage ich mal, die optimale Größe. Weil wenn man dann mehr Spielraum hat oder dass der Helm dann wackelt, dann ist er zu groß. Nee. Also wie gesagt, Leute, nicht denken, wenn der Helm irgendwie so drückt auf den Backen oder so, oh nein, der ist zu eng, definitiv nicht. Der ist dann genau richtig. Das heißt, keinen größeren Helm direkt automatisch nehmen. Das werdet ihr dann spätestens bei 100 auf der Autobahn merken, wenn der Helm den macht. Not so good. Dann gucke ich gerade mal im System und würde dir den in S holen. Das wäre super. Guck mal. Oh, das ist jetzt genau wie der andere. Wer hätte das gedacht? Ja, ne? Ja, ich würde sagen, der ist gebongt. Ja. Der gefällt mir. Der ist auf jeden Fall gut. Sehr schön. So, wo machen wir weiter? So, jetzt Jacke. Empfehlen. Okay, machen wir. Das wäre jetzt so die Richtung. Das wäre jetzt, was so am meisten gegangen ist die letzte Zeit. Ja. Was auch sportlich aussieht, ist jetzt hier die Matrix. Die hat... Hat der David, glaube ich, ne? Genau. Wenn ich gerade alles neongelb sehe, außer, also ja. Nicht so neongelb, dann werde ich schon sagen, das ist so eher Davids Genau, Jacke, die hat jetzt ein Innenfutter. Ja. Genau. Und ach, das hier, ne? Genau, ja. Und die Membrane ist halt hier mit eingebaut. Die ist da. Richtig, die kann man nicht rausholen. Genau, die kann man dann nicht rausholen.
Ist das dann gravierend schlimm oder irgendwie sowas? Nee, das ist einfach nur, das ist halt abhängig. Die einen sagen, sie hätten gern eine Sommerjacke, was schön luftdurchlässig ist. Dann lohnt sich sowas mit viel Mesh, wo halt auch die Luft dann durchkommt. Das ist jetzt eigentlich so eine Jacke für alles, so würde ich sagen, weil der hat auch ein Innenfutter, kann man noch einen dicken Pulli drunter anziehen, hat eine Membran, ist also auch wasserdicht und aber hat natürlich dann auch Belüftungsreißverschlüsse. XXL, oh Gott. Nee, so passt auf jeden Fall nicht rein. Nee, XXL. S könnte ich gerade mal dann holen. Ja. Dann probieren wir die dann. Ja, machen wir dann. Supi. Sag mal, gut mit der Kamera sehe ich schon. Hast du nicht das erste Mal gemacht? Ja, ich habe früher so ein kleiner. Ach, egal. Ja, nee, jetzt willst du das. Nee, ha? Alles gut. Ja, wenn man halt so 10, 11 ist, macht man halt auch so Videos vor der Webcam, weißt du? Du wirst also lachen, so nämlich. Videos, nicht andere. Ach so, ja. Nee, nee, so. So Videos. So Kindervideos. Ah, Kindervideos auch noch. Wird nicht besser. Das sollte leise sein. Ich werde jetzt schon schwitzen, glaube ich. Ist jetzt das Futter drin, ne? Ja. Was würdest du denn sagen? So als Sitz? Fachkraft. Ganz gut, würde ich sagen. Ja. Oder Fachfrau. Mann. So, aber jetzt raus. Oder soll ich es anlassen für die Hose? Ich würde es ja erstmal ausziehen. Erstmal. Du kannst ja am Ende dann nochmal alles zusammen anziehen und schauen, ob dir das so gefällt. Ist gut. Haben wir das auch schon geklärt. Ha. Dann Hose. Hose. Hose? Ja. Hose. Ja, was würdest du empfehlen von der ganzen Reihe Sortiment so? Was würdest du denn jetzt tragen wollen? Eher da oder eher da? Wenn du für dich persönlich eine tragen müsstest. Also ich muss sagen, vom Aussehen her vielleicht eher hier. Ja. Von der Bequemlichkeit eher hier. Eher da. Kannst du mir doch einmal die graue holen, weil 42, was habe ich denn für Maß? 30, 32 oder was? Ist das realistisch? 30, 32, ja. Ja? So ja. 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 Willst du dich eigentlich mal vorstellen? Nee. Stehst die ganze Zeit so hinter der Kamera. Ja, besser so. Wer bist du denn? Ich bin die Chiara. Ja. Ich bin die Schwester von der Berenice. Ah, und bist heute als Treubegleiterin, ja. Ja, genau. Und natürlich zum Film. Ja, nur zum Film. Natürlich. Ja, weil sonst hätten wir die ganze Zeit so filmen müssen und das wäre für mich nämlich anstrengend. Ja. Und so ist es für sie anstrengend. Ja. Ich schwitze auch schon. Echt? Ich stelle mich aber immer vor den Ventilator, deswegen ist alles super. Oh, ich stehe mal gut. Das mal. Ja, ich übergib mal. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Ja, was war das? 30 oder 32? Ich würde jetzt mal 30. So? Echt? 32? Ja, weißt du, was du bei der Germa-Jeans sitzt? 32. Okay, das 30, war ja auch eine andere Hose. 30, 32. Fangen wir mit 30 an. Platz? Das war eine Rolle. Das war die Rolle, die wolltest du sehen. Gell? Was jetzt? Gib laut. Gib laut. Super. Kannst du noch? Achso, ping. Das war ja mal cool. Und Loch. Auf geht's. Ja, fast getroffen. Der wird nur weiter. Friedrich? Friedrich? Friedchen? Anderes? Sogar ohne Leckerli. Musi? Sozusagen so. Ich wollte kurz so einen Einblender machen. So. Ja, so. Einmal rundherum. Sieht gut aus? Ja. Meinst du, sitzt auch gut? Sitzt eins aber. Und wie groß sind die Protektoren? Ich kann sie dir auch gleich einbauen. Dann können wir das mal testen. Gut. Ja. Ist er da? Schon erwischt, wieder drin gewesen. Erwischt. So? Was hast du denn für eine Größe? Ach, scheiße. Die Größen ist echt nicht so mein Ding. Solange es ja kein 43? Kleiner ist. 44? 43. 44. Das wäre jetzt so ein. Ist das Das ist 42. Das hier wäre jetzt ein 43er. Dann gucken wir mal einfach mal. So. Eigentlich sogar ganz cool aus, finde ich. Lässig. Lässig. Da ist das Wort. Es gibt ja auch Leute, die fahren in Shorts. Ja. Gibt's auch.
Okay. Ich natürlich nicht, ihr auch Funktion. Nicht. Genau. Setzt du was dagegen, wenn ich den nehmen will? Nee. Braun oder schwarz? Braun. Nicht? Ja? Nicht? Mhm. Nicht! Bist du nicht schwarz? Deine Jacke ist schwarz, dein Helm ist schwarz. Kannst ja mal einen Schuh grau, schwarz und einen braun ziehen. Was war das jetzt? 42 oder 43? Das war jetzt 43, ne? Da steht 41. Müsste ich. Das würde jetzt nicht so hinhauen, da müsste ich mir die Zähne abpacken. Doch, sieht doch. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Sieht super aus. Kommt du hast drauf. Viel. Du hast ja schon so einfarbig schwarz, grau mäßig und dann wäre ja irgendwie langweilig, wenn die Schuhe auch schwarz wären. Nee, braun. Braun, ja, das ist schon. Oh Gott. Also eigentlich solltest du entscheiden, aber du wolltest ja eh nicht entscheiden, ne? Mhm. Du darfst entscheiden. Dann braun. Braun! Braun! Wer hätte es gedacht? Verrückt. Willst du wissen, wie ich einkaufen gehe? Ich gehe in der Regel so einkaufen, wenn ich die Klamotten schnappe. Mhm, aha, gefällt mir. Mhm. Ah, fühlt sich gut an. Größe, passt, nehmen wir mit. So kaufe ich einen. Schuhe, genau dasselbe. Ich zieh einen an, passt, ist gut, nehmen wir mit. Karton lassen wir da. Interessant. Die Frauen wahrscheinlich so. Ah, nee, nehme ich das oder nehme ich das? Kann ich dir sagen, wie lange ich gestern für die Schuhe gebraucht habe? Ich hatte noch ein anderes Modell. Rate mal, wie lange? Jetzt aber übertreib nicht. 5 Minuten. Dreiviertelstunde. Für ein paar Schuhe? Ich konnte mich nicht entscheiden, welche Farbe. Das ist doch ganz klassisch. Ja, aber die gab es noch in heller. Ja. Und wie heller? So cremefarben? Genau, so creme-beige. Und dann war ich voll am Struggle. Jetzt wirklich? Nein. Direkt wieder umtauschen gehen. Braun, ne? Schwarz, glaub ich, dann zu. Braun. Zu. Jetzt, wir haben uns entschieden jetzt. Geil! Ist okay. Braun oder schwarz? Braun. Nicht? Ja? Nicht? Bist du nicht schwarz? Deine Jacke ist schwarz, dein Helm ist schwarz. So schnell geht das. Ja. Einfach lange mit drauf ein. Du musst die Kamera leider ein bisschen abkühlen lassen, sie überhitzt wegen Chiara. Nur wegen mir. Sei jetzt mal dahingestellt. Gut. Nee, Handschuhe haben wir jetzt auch auf jeden Fall ein paar gute rausgesucht. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, hier muss jetzt richtig harter Knöchelschutz sein, der jetzt aber auch hier gegeben ist. Auch hier in den Finger, also Fingerschutz kann man sagen, Fingerkuppe. So. Fingerknöchel. Knöchel. Also ist auf jeden Fall Schutz gegeben, ist ein höherer Meshstoff, sagtest du. Generell, damit die ein bisschen durchlassener sind. Genau, hier hast du ein bisschen Meshbereich, da kommt ja dann die Luft durch und natürlich halt dann. Bricht das so ein Sommer-, Herbst-Handschuh, genau, kann man schon so sagen. Ne? Also auf jeden Fall perfekt zu der Zeit jetzt. Und ja, die haben wir jetzt auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, wir sind von oben bis unten durchgekleidet. Also das wäre jetzt so eine Standard, sage ich mal, Prozedur, wo man sagt, wenn man macht einen Führerschein, man braucht Schutzkleidung. Das ist so Schutzkleidung, wo man sagt, die braucht man auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, war cool. Auf jeden Fall hat lange gedauert. Ich gedacht, irgendwie so eine Stunde. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 2,5 Stunden. Habe ich gesehen. Könnt ihr gleich essen gehen. Ich muss gleich noch weiter nach Stuttgart, wie ihr wisst. Und ja, kommt jetzt schon zu spät. Aber egal, so ist das Leben halt. War auf jeden Fall mega nett hier bei Germod. Checkt auf jeden Fall Germod ab. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum Online-Store. Habt ihr? Ja. Habe ich mich mal nachgeguckt. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ne? Sehr gerne. Cool. Also, check Germod ab. Denkt daran, Schutzkleidung ist wichtig. Ich habe es auch vernachlässigt. Ich habe mich sogar einmal gelegt ohne Schutzkleidung. Dann hatte ich hier wirklich das ganze Knie auf. Scheiße, richtig scheiße. Dann hatte ich da so Jeans, alles drin in der Wunde. Das ist so cool. Ja. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo wäre auch auf jeden Fall super. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.